Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video hier soll es mal wieder, wer hätte es gedacht, um das Casino-DLC gehen. Aber heute mal mit Schwerpunkt auf den Webseiten. Denn heute wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, wird es für das Casino eine neue Ingame-Webseite geben, wo wir das Gang kaufen können etc.? Oder wird das alles über eine bisher bestehende Webseite gemacht, wie zum Beispiel ja auch mit den Büros, den Basen und so weiter und so fort, die wir ja alle über die Mazebank-Seite kaufen können. Und ich rede jetzt auch gar nicht mehr ewig herum, lasst doch schnell ein Abo da und wirklich nichts mehr, um das Casino-DLC in GTA Online zu verpassen. Und kleine Ankündigung noch, am Sonntagabend, also morgen Abend, werde ich mal wieder einen kleinen Hype-Stream machen. Dort zocken wir, reden über das Casino und so weiter und so fort. Also haltet euch das Ganze auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Aber jetzt haben wir auch genug rum erzählt, lasst uns direkt mal mit dem Video starten. Let's go! Gestern im Video habe ich ja bereits einige Screenshots veröffentlicht, welche mit dem Casino zu tun haben. Und auf einem dieser Screenshots ist auch das Büro zu sehen. Und in diesem Büro steht eben auch ein PC und dieser ist angeschaltet. Und hier gibt es eben einen kleinen Hinweis darauf, was uns in GTA Online webseitenmäßig erwartet. Denn hier ist direkt auf der Startseite zu sehen, dass es eine Webseite gibt, die neu ist. Zumindest ist dort das The Diamond Casino and Resort Logo zu sehen. Und das ist es bisher auf keiner Webseite. Okay, geklärt wäre jetzt also schon mal, dass wir eine neue Webseite dazu bekommen fürs Casino. Die Frage ist nun, was ist auf dieser Webseite zu sehen? Können wir dort Kleidung kaufen? Können wir dort das Casino kaufen? Wie sieht das Ganze denn aus? Genau zu dieser Frage hat sich Text2 auf Twitter gemeldet und er hat dort geschrieben: I found a new domain for Rockstar or Take-Two made on June 28th, VandalayIndustries.net. Vandalay Industries is mentioned in Seinfeld TV show, a company made up by George that manufacture and sell latex. This matches up with Rockstar's classic humor. This could be a new website for GTA Online. Okay, was ist daran jetzt so interessant? Außer natürlich meine perfekte englische Aussprache. Nun gut, Rockstar Games hat sich eine neue URL gesichert und diese bezieht ihren Namen auf eine Fabrik, die in einer TV-Show, ja, Latex herstellt. Ist es jetzt irgendwie Zufall oder so? Nein, natürlich nicht. Dass Rockstar Games immer wieder Verweise auf echte Firmen oder auf andere Filme nimmt, ist uns ja schließlich bekannt. In einigen Story-Missionen gibt es zum Beispiel auf den Film Hangover Verbindungen. Darüber habe ich ja bereits in meinem letzten Video über die Charaktere gesprochen. Auch zu Breaking Bad gibt es einige Verweise und vieles mehr. Diesmal scheint es so, als würden sie eben auf Seinfeld irgendwie Bezug nehmen. Aber was hat jetzt eine Webseite mit einem Namen aus Seinfeld zu tun mit dem Casino-DLC? Ganz einfach, dazu schreibt Text2: Keep in mind, Rockstar Games Take-Two registrate at hawk.net before the release of further adventures in Finance and Filoni update. This is why I assume this new domain is likely to be a new website coming with a casino update. Also übersetzt so viel wie, mit dem Finance and Filoni update hat Rockstar Games auch eine neue Webseite registriert und deswegen glaubt er eben, dass jetzt auch eine neue Webseite erscheint in GTA Online. Nur mal zur kleinen Erinnerung, das Finance and Filoni update war das Update, in dem die Büros kamen und damit auch die neue Mazebank Webseite. Gut, Text2 hat also jetzt nochmal bestätigt auf eine ganz andere Art und Weise, dass es eine neue Webseite geben wird. Gut, aber soweit waren wir ja vorher auch schon. Jetzt ist die Frage, was gibt es denn jetzt endlich auf dieser Webseite? Und weil jemand auf Twitter absolut keinen Plan mehr hatte, was Text2 überhaupt damit sagen will, hat er nochmal nachgefragt und darauf hat Text2 auch geantwortet. Und er schreibt, dass Rockstar Games wohl sehr gerne mit komischen Namen für Webseiten um sich rumschmeißt. Und das Einzige, was wir eben wissen sollen, ist, dass es mit dem Casino-Update eine neue Webseite geben wird, die irgendwas mit dem Casino-Store oder neuen Business-Sachen zu tun hat. Wahrscheinlicher wäre allerdings, dass das Ganze mit Klamotten und einem Store zu tun hat, denn der Name mit Latex und so weiter hätte eher eine Verbindung zu Klamotten als jetzt zu irgendwie einem Business oder so ähnlich. Also, damit hätten wir jetzt auf jeden Fall schon mal die Frage beantwortet. Ja, es wird auf jeden Fall eine neue Webseite geben und wahrscheinlich hat diese mit dem Store zu tun. Das heißt, wir können dort neue Klamotten bestellen oder unser Apartment eben neu einrichten mit den neuen Deko und so weiter, die wir eben online bestellen können.
Nun gut, Leute, das war auf jeden Fall jetzt mal das neue Video über die neue Webseite. Im Laufe des Tages kommen heute noch weitere Videos, die mal ein bisschen spezifischer auf bestimmte Gebiete eingehen, also zum Beispiel nur auf die Apartments oder nur auf das Casino und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass euch das Ganze interessiert. Habt ihr noch ein Thema, über was ich auf jeden Fall in einem Video sprechen soll, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Dann habe ich auf jeden Fall ein paar Ideen und vor allem weiß ich dann, was ihr wirklich sehen wollt und mache nicht so das Ganze so auf eigenes Ermessen. Nun gut, Leute, jetzt bin ich auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem angenehmen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video und morgen Abend dann im Livestream. Haut rein, bis bald und Peace. Cause you cannot be for real.